Ja, moin Leute, euer Finanzgoblin hier. Heute einmal mit einem Video zu FriendTech. Ihr habt ja sicherlich den Hype in den letzten Tagen ein bisschen mitbekommen und gefühlt jeder Twitter-Influencer oder zumindest jeder Twitter-Krypto-Influencer hat angefangen, diese Social-Media-App FriendTech zu bewerben und was es damit auf sich hat und wie man vielleicht sogar selbst damit Geld verdienen kann. Das möchte ich mit euch in diesem Video besprechen. Also, was genau ist denn dieses FriendTech? Das ist wahrscheinlich die erste, sagen wir mal, halbwegs erfolgreiche Krypto-Social-Media-App, die wir gesehen haben. Also klar gab es halt auch schon irgendwie Plattformen wie Lens, aber die haben jetzt irgendwie seit einem Jahr gefühlt nichts mehr gemacht, dass man sich da anmelden kann oder sowas in der Richtung. Und das hat man dann halt auch, sagen wir mal, an dem Hype so ein bisschen gesehen, den dann jetzt Friends.tech hatte. Und woran können wir das Ganze festmachen? Naja, wie immer macht man das dann doch irgendwie ein bisschen an dem Geld fest, was dann da umgesetzt wird. Man hat jetzt halt gesehen, innerhalb der ersten Woche sind halt fast 1600 Ethereum an Fees an die Content-Creatoren gegangen. Und wie funktioniert das ganze Modell? Naja, im Endeffekt, wie alles im Crypto-Space funktioniert. Es geht um Spekulation. Das Ding ist, wenn man sich selbst irgendwie FriendTech runterlädt, kann man und das Ganze mit seinem Twitter-Account verbindet, bekommt man einen Token quasi ausgestellt. Das heißt, man bekommt einen handelbaren Token, der es dann erlaubt, dass man direkt mit dem Content Creator in Verbindung treten kann über diese FriendTech-App. Und wie macht der Twitter-Influencer, der Krypto-Twitter-Influencer damit Geld? Naja, so wie eigentlich immer, Spekulation. Also immer, wenn der Token hin und her getradet wird, geht eine 5% Kommission an den Twitter-Influencer. Und ja, und genau so haben die dann ihr Geld gemacht. Das Ganze funktioniert natürlich nativ auf einem Ethereum Layer 2, nämlich in diesem Fall in Coinbase's neuer Layer 2 Lösung Base, die halt, sagen wir mal, so eine Art Optimism Fork ist. Und da geht dann jetzt halt quasi dieses Degening weiter. Was ich ganz interessant fand, also klar, irgendwie die großen Krypto-Twitter-Influencer, so Maren Altman zum Beispiel, diese, sagen wir mal, Krypto-Hexe, ihre Token werden halt schon so für ein halbes Ethereum gehandelt, also für, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein halbes Ethereum, so rund 1000 Dollar. Und das ist natürlich, wieder ein wunderbares Spekulationsobjekt. Ja, mit dem, sagen wir mal, die Idee eigentlich dahinter, jetzt abgesehen von der Spekulation, ist, dass man dann über dieses Tokensystem so ein bisschen gated Content halt bekommt. Also ähnlich wie bei, sagen wir mal, bei OnlyFans oder bei Patreon, dass jeder, der halt irgendwie diesen Token hat, dann halt Zugriff auf, sagen wir mal, Special Content vom Content Creator bekommt. Ich meine, kann man auch so machen, über so einen Crypto-gated Content. Ja, also meine Erfahrungen mit der App waren jetzt eigentlich auch recht positiv. Leider funktioniert das Ganze nur auf dem Handy. Ich habe auch versucht, das jetzt hier am PC laufen zu lassen. Allerdings, Zeitaufwand ist einfach zu hoch. Ja, also die Experience ist ganz nice. Also man kriegt halt einfach sein ERC20, seine Ethereum-Adresse zugewiesen, kann das Ganze dann halt einfach auf diese Adresse senden. Also ich habe da jetzt auch nicht mega viel irgendwie draufgeladen. Ich wollte es einfach nochmal so ein bisschen ausprobieren. 20 Dollar rund an Ethereum, also irgendwie 0,01 Ethereum oder so habe ich da hingesendet. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann einfach mal so ein paar Shares gekauft, ein paar meiner eigenen Shares gekauft. Und ja, und dann einfach mal zu schauen, wie das Ganze halt funktioniert. Also generell finde ich diese App schon deutlich besser als Lens. Also
Einfach nur, weil man sie verwenden kann. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum Lens so lange braucht, um halt irgendwie das Ganze in eine Public Beta zu machen. So sehe ich da jetzt langfristig etwas. Boah, das ist halt schwierig. Das könnte halt auch wirklich nur so ein, zwei, drei Wochen Hype sein und dann ist das Ding halt tot. Von der User Experience für mich als Web3-User fand ich das recht einfach, das zu nutzen. Aber weil man halt auch, sagen wir mal, also dieser ganze Onboarding-Prozess und sowas alles für Web2-User, boah, ich weiß nicht, ob das irgendwie so das Ding ist. Also so klar, man meldet sich mit Twitter und sowas alles an. Aber ja, das Coole ist halt wirklich einfach, dass man dann seine Adresse in der naja, in der Wallet hat und man es dann einfach wirklich von seiner normalen Ethereum-Adresse aus hinsenden kann. Also, beziehungsweise, also natürlich dann auf Coinbase's Layer 2. Genau, und falls euch noch interessiert, wie man dort auch, sagen wir mal, einzahlen kann, also ist halt wirklich sehr, sehr straightforward. Also, connectet sich einfach mit seiner MetaMask und, naja, und dann sendet man einfach quasi sein Geld an diese Adresse. Man kann es halt entweder direkt vom Ethereum Layer 1 senden oder halt auch von der Base Chain, wenn man halt auf Base unterwegs ist und da schon Ethereum hat. Ich persönlich muss es halt von Ethereum senden, weil, naja, ich vertraue jetzt irgendwie so einem zentralisierten Optimism Fork von Coinbase nicht unbedingt. Aber ja, ich meine halt irgendwie, um das Ganze halt nutzen zu können, ja, habe ich dann halt schon ein bisschen was rübergesendet an die Adresse. Findet mich übrigens unter @finanzgoblin. Wer hätte das gedacht? Also, aber ja, genau. So viel halt dazu. Was ich persönlich ganz interessant finde, ist eigentlich was anderes. Also jetzt unabhängig davon, ob jetzt irgendwie diese Friend-Tech-App funktioniert oder nicht. Ja, also das Interessante ist halt eigentlich eher, dass man hier so ein Proof of Concept hat und zeigen kann, hey, so kann so etwas funktionieren. So kann eine Social Media App in Web3 oder Web 2.5, sagen wir mal so, eher funktionieren und kann dann halt auch, sagen wir mal, in einem größeren Rahmen halt funktionieren. Weil zum Beispiel auch so dieses Verkaufen, An- und Verkaufen von Tokens etc., das geht halt einfach wirklich super, super easy. Man drückt auf seinem Handy oben rechts, zack, kaufen, verkaufen, bla bla bla. Das ist halt schon. Ja, also das ist halt schon einfach. Das ist eine schöne User Experience. Das ist ein bisschen angenehmer als einfach, ah ja, hier erstmal MetaMask und dann Ledger und dann da das Passwort eingeben, da das Passwort eingeben und dann jedes Mal, wenn man irgendwie was macht, zu klicken und bestätigen und dann erst einfach auf dem Handy zu haben. Ja, ist halt auf jeden Fall der nächste Schritt und das ist halt dementsprechend auch ganz cool, jetzt so die nächste Welle an Applikationen zu sehen, die halt die Web2-Experience in Web3 quasi replizieren. Und da wird halt sicherlich noch einiges kommen. Ich freue mich darauf und ja, und bin mal wirklich gespannt, wie es mit der nächsten Adoptionswelle aussieht. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, subscriben, in die Gruppe kommen, mir auf friend.tech folgen und ja, bis zum nächsten Mal.